Hallo, meine Tauschpost von der lieben Bettina ist angekommen und die liebe Gerda hat sich per Post gemeldet. Wer sich nicht daran erinnert, ich habe von der Gerda dieses Junk Journal Kit bekommen und da hat sie sich bei mir per Post gemeldet und hat noch eine Kleinigkeit mitgesendet und das gucken wir uns an. Bis jetzt habe ich nur den Brief rausgeangelt. Das heißt, den Inhalt dazu gucken wir uns jetzt an. Also ich habe das nur zur Kenntnis genommen, dass da noch was drin war. Oh, Sticky Notes mit Wolken. Das ist toll. Mein Freund. Ja, mitten im Satz meinte mein Handy, es müsste ein Update machen. Supi. Hier sind wir stehen geblieben. Ich habe es Gott sei Dank sehr schnell gemerkt. Ich wollte nämlich sagen, dass mein Freund total auf solche Sticky Notes steht. Der hat mir ziemlich viele weggenommen. Also weggenommen, ich habe es ihm überlassen. Ich hatte zum Beispiel Pfirsiche und Cupcakes und dergleichen. Und darauf schreibt er sehr gerne. Oh, guckt euch das mal an. Ist das nicht süß? Ja, die kommen auf jeden Fall in mein Katzenjournal rein. Ah, ich habe es doch gerade gesagt, da ist was dazwischen gerutscht. Oh, das ist toll. Im Übrigen, ich habe auch ein Süßigkeiten-Journal geplant. Und da kann dieser kleine Kuchen auch rein. Da haben wir hier noch Limonade. Also das kann man auch hervorragend als Sticker verwenden. Das muss man nicht unbedingt als Sticky Note verwenden. Und das waren damals solche Cupcakes, aber, oder Muffins, Muffins, sag mal lieber Muffins. Den da hatte ich noch nicht. Ah, und da ist noch ein süßes Washi-Tape. Gucken, hier ist mehr Licht. Jetzt müsste es gehen. Ja, ein schönes Blau mit kleinen Blümchen drauf. Vielen herzlichen Dank, liebe Gerda. Wir bleiben in Kontakt. Ich habe dir ja bereits eine E-Mail geschickt und dann kriegst du natürlich auch noch was Selbstgemachtes von mir, denn das kann ich ja natürlich so nicht stehen lassen. Ich habe Post bekommen und zwar von der lieben Bettina und wir gucken da rein. Ich freue mich so. Also ich nehme immer etwas von oben herunter und dann gucken wir da mal rein. Oh, das ist auch spannend. Ein Umschlag aus Pergamentpapier. Puh, guckt euch diesen tollen Schatz an. Hier haben wir Notenseiten. Oh, ist das toll. Ich versuche das Ganze auch einfach mal einzuscannen und es kleiner zu machen, so dass ich daraus Junk Journal Seiten machen kann für ein A5 Journal. Jetzt habe ich es. A5, genau. Weil das ist ja jetzt A4 groß, ne? Das ist mir ein bisschen zu groß, aber das kriege ich hin. Herausforderung angenommen. Wo lege ich das jetzt hin? Einmal hier beiseite. Oh, ich fange schon an zu stottern, ich bin nervös. Ja, darüber haben wir geredet. Die Wolfsseiten für das Wikinger-Journal. Das Lustige ist, ich habe gerade dazu ein Craft-Update gedreht. Und ja, das kommt aber, glaube ich, ein bisschen später, das Video. Auch wie süß. Da haben wir einen Kalender mit Katzen. Oh mein Gott. Sind die knuffig? Ja, die kommen dann in meinen Katzenjournal rein. Vielen Dank. Was haben wir hier? Ach ja. Noch ein paar Überbleibsel, ne, liebe Bettina. Sie hat mir nämlich was zukommen lassen zum Thema Buddha Journal oder Indian Journal. Und die Post ist ja verloren, da hätten wir das echt super rein arbeiten können. Also sie hat mir mehrere solche Seiten geschickt. Es sah so toll aus, aber ja gut, ist halt so, ne?
Kann man nichts machen. Oh, ist der knuffig. Ein paar Osterservietten. Na. Ja, das sind dieselben. Sehr schön. Oh, der ist ja auch süß. Dann haben wir noch ein paar Sonnenblumen und Tulpen. Ah ja, die Bettina liebt Servietten. Ich gucke dann auch immer, ob ich was Spannendes finde, aber bei mir gibt es leider nicht so viel. Und dann haben wir noch einen super coolen Stencil. Der gefällt mir. Ich danke dir, vor allem die Bienen sind richtig cool. Und dann haben wir hier ein Buch. Das sieht toll aus. Daraus kann man bestimmt ein tolles Journal machen. Also das Papier muss drin bleiben. Oh, das ist ziemlich düster. Also ich werde es mit euch jetzt nicht im Detail durchgehen, denn viele Bücher darf man von innen nicht zeigen. Deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig sein. Och, wie lieb. Du hast mir eine vernünftige Aale eingepackt und nicht nur das kleine Kriebelding vom Action. Mein Freund hat sich ja so Mühe gegeben, um die Aale vom Action, also das für das Stickgarn-Set, mit einer Feile zu spitzen. Und jetzt habe ich wirklich was Großes, was gut in der Hand liegt. Oh, das ist aber echt lieb von dir. Ich danke dir. Falls sich jemand dafür interessiert, ich halte mal die Artikelnummer etwas näher in die Kamera. Und wer das Ganze nicht kennt, das nehmen wir unter anderem im Junk Journal Bereich, um Löcher reinzumachen, damit wir die Signatur, also die Seiten, nähen können. Also hier, damit wir das hier einbinden können. Darüber hatten wir auch geredet. In dem Päckchen, das verschwunden ist von der Bettina, war unter anderem auch solch eine Sari-Seite mit drin. Und die ist nicht gerade günstig. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Und Sticker von La Blanche waren mit dabei. Und La Blanche-Artikel sind sehr schnell weg und werden meistens nicht nachproduziert. Hier einmal die Firma mit Artikelnummer, falls es euch weiterhilft. Also sie hat mir gesagt, dass das hier auf der Internetseite von La Blanche zu erhalten ist. Und es sieht richtig toll aus. Und es ist dazu gedacht, dass man hier die Ränder ausfranst. Das soll hier so richtig shabby chic, oder wie man das ausspricht, also so richtig schön shabby sein. Und es fühlt sich richtig schön an, also sehr kuschelig und weich. Vielen herzlichen Dank. Ich werde gucken, dass ich was Schönes draus mache. Da haben wir Elfensilikonstempel. Die habe ich noch nicht. Vielen herzlichen Dank. Drei Engel mögen dich begleiten durch deine ganze Lebenszeit. Und die drei Engel, die ich meine, sind Liebe, Glück, Zufriedenheit. Ach, das ist ja ein schöner Stempel. Ich werde es jetzt nicht alle vorlesen, aber das sind richtig schöne Stempel. Und für diese Stempel habe ich ja auch eine ordentliche Stempelhilfe. Da kann ich die mit einbinden. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, damit arbeiten zu dürfen. Ah ja, hier, La Blanche. Die packe ich jetzt nicht aus, man erkennt ja die Hasen. Oh. Ja, das Papierset habe ich mir auch zugelegt. Oh, aber das habe ich nicht. Also diese Papiere gibt es unter anderem bei Ines von Papier und Feder. Und da gab es auch dieses Pilzset. Das habe ich zur Kenntnis genommen, aber nicht im Detail angeguckt. Und ja, das ist sehr zauberhaft. Ui. Das ist toll. Schöne Frühlingsfarben. Und hier nochmal von La Blanche ein paar süße kleine Kätzchen.
Oh, und gleich so viele. Vielen Dank. Guckt euch das mal an. Das kommt mir bekannt vor. Das war doch auch im Schlösser-Journal drin. Und ich habe den Verdacht, dass du das hier selber angemalt hast. Und ich weiß, wo das reinkommt. Ich weiß das ganz genau. Da steht nämlich noch so ein Projekt aus. Dazu sage ich aber jetzt noch nichts. Die liebe Tina weiß ganz genau, was ich meine. Und da kommt es definitiv rein, versprochen. Zum Weiterverarbeiten. Ja, Gott sei Dank, der Kalender ist auch schon ein bisschen älter. Vom Vorjahr, dann traut man sich auch eher, das Ganze zu zerschnippeln. Oh, ein süßer Koala. Oh Gott, ist die süß. Du kannst ja auch die Tiere einfach so ausschneiden und verwenden. Das ist auch ein sehr starkes Bild. Oh, sieht so aus, als betrachten Sie den Kameramann als Ihr Frühstück. Eieiei, wenn die mich so anfunkeln würden, dann würde ich aber schnell weglaufen. Oh, Delfine. Ja, das sind richtig tolle Bilder. Vielen herzlichen Dank. Da freut sich das Afrika-Journal. Dann haben wir das hier. Wo ist meine Schere hin? Oh, guckt euch das mal an. Ein Scharnier für ein Schloss. Oh, wie lieb. Danke. Das hat sie mir letztens gezeigt. Das war ein Teil ihrer Beute von einem Flohmarkt. Und da habe ich schon gesagt, das macht sich bestimmt super auf dem Cover oder auf dem Buchrücken. Oh, und ich habe eins abgekriegt. Oh, cool. Ha. Perfekt. Das ist perfekt. Also, habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Wir haben auf meiner To-Do ein Pferde- oder beziehungsweise Bauernhof-Journal. Jetzt habe ich einen passenden Stift und noch besser einen passenden Spitzer, denn der Stift ist wirklich sehr, sehr dick, aber das passt super rein. Der kommt mit rein ins Journal. Vielen herzlichen Dank. Und natürlich noch die Post für dich. Ich habe das Paket leider versehentlich verkehrt herum geöffnet. Entsprechend war der Briefumschlag ganz unten. Und der ist gut zugeklebt. Wie schade. Das sieht so toll aus. Oder bin ich nur bitte zu blöd, den zu öffnen? Nein, ist leider zugeklebt. Ach, Mensch, Mädel. Du weißt doch, was wir damit machen. Dann kleb ihn doch nicht so zu. Ich habe es nun vorsichtig aufgeschnitten, damit ich es einfach in mein Journal reinkleben kann. Und da ist keine selbstgemachte Karte drin, sondern nur ein Zettel. Und ich halte ja ungern die Schrift, die selbstgeschriebenen Worte in die Kamera. Deswegen zeige ich es euch nicht. Und ja, ich danke dir vielmals für dein Päckchen und deine liebe Worte. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und werde definitiv Spaß und Freude dran haben, es zu verbasteln. Vielen herzlichen Dank. Wirklich, danke. Und das war's dann auch schon und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ich stehe hier, muss natürlich wieder die Katze bespaßen. Und was macht der Feli? Der klaut sich gleich das Washi-Tape. Also, liebe Gerda, ich richte dir liebe Grüße aus von Felius. Ich krieg das Washi-Tape nicht. Er hat es beansprucht. Danke dafür. Das siehst du da. Ach, ihr seid doch solche Eumel.